Ich bin heute ein Notarzt auf einem Voice-Chat-Roleplay-Server. Ihr seht, dass der ganze Server voll mit Leuten ist, die den Voice-Chat benutzen. Und ich drücke jetzt auf das Icon über mir und aktiviere den Voice-Chat jetzt auch. Das bedeutet, in diesem Video wird es hier vor allen Dingen um Roleplay gehen. Wir werden jetzt keine krasse Challenge oder sowas machen. Ich werde mich hier tatsächlich an Roleplay halten und bin mal gespannt, wann der erste Einsatz reinkommt. Dementsprechend mache ich meinen Motor an und fahre einmal los. Einmal so ein bisschen quasi auf Streife, damit ich schon mal ins Rollen komme, ne? Und dann warten wir mal auf den ersten Einsatz. Wir können ja auch die Passanten einfach mal proaktiv ansprechen und fragen, ob bei denen alles in Ordnung ist. Hier hat auf jeden Fall jemand einen Medical Emergency. Das heißt, ich kann jetzt mein Blaulicht anmachen. Hey! Das ist hier sogar in der Nähe. Hallo, hallo. Und jetzt werden wir mit Leuten mit Voice Chat interagieren. So, ich muss mich natürlich trotzdem hier halbwegs an die StVO halten. Ich darf jetzt nicht in gegengesetzten Verkehr fahren. Hallo, hallo, hallo. Wer hat den Notruf gemacht? Sie haben den Notruf gemacht? Hallo, wie geht es Ihnen? Hallo, erstmal den Tatort abspielen. Ja, mir geht es echt schlecht. Ich wurde aus Versehen verprügelt. Du wurdest verprügelt. Aber du musst gleich mit mir noch ins Krankenhaus fahren. Wir sind in einer Roleplay-Situation. Hast du das verstanden? Du musst ins Krankenhaus. Ananas, wir müssen den Pinguin leider mit ins Krankenhaus nehmen. Das geht so nicht. Die können den. Hey! Sie können den im Krankenhaus. Genau, steigen Sie bitte mit ein. Sie können den. Wir müssen den im Krankenhaus untersuchen oder fahren Sie mir einfach hinterher und dann können Sie den wieder mitnehmen. Dann können Sie den mit ins Knast bringen, aber wir müssen jetzt erstmal zum Krankenhaus. Ananas. Ich glaube, das ist eine Geiselnahme. Nee, nee, das ist keine Geiselnahme. Das ist eine Überprüfung. Tut dir was weh? Hast du was gebrochen? Ananas, bitte einmal mitkommen. So. So, Ananas, bitte einmal in den ersten Raum hier links und dann untersuche ich ihn. Mein Schnabel. So, okay, dann untersuche ich ihn jetzt. So, Sie können ihn da so lassen. So, okay, dann schaue ich mal. Ah, okay. Tut Ihnen Ihr linkes Bein weh? Ja, und mein Schnabel. Ich würde Mist. Okay. Dann habe ich hier was zu trinken für Sie. Die haben bestimmt heute nur noch nicht genug getrunken. Und dann würde ich sagen, sind Sie ready für den Knast? So, Ananas, bitte einmal den. Danke. Der kann überführt werden ins Gefängnis. Ich würde aber nicht gerne in den Knast. Ja, aber da sind Sie ja selber schuld, wenn Sie kriminell sind. Ich habe aus Versehen F gedrückt. Tja, selber schuld. D. Damit habe ich sowieso nichts zu tun. Ich bin nur für Medizinfälle verantwortlich. Die Polizistin wird den Typen jetzt in den Knast bringen und ich habe damit gar nichts mehr zu tun. War schön mit Ihnen. So, die Polizistin führt den Patienten jetzt ab. Beziehungsweise er ist ja kein Patient mehr. Wir haben geschaut, ob alles bei Ihnen in Ordnung ist. Und ist das alles in Ordnung? Also sehr gut, dann kann ich einfach weiterfahren. Mein Blaulicht ist natürlich jetzt aus, weil ich habe gerade keinen Notfall mehr. Das war gerade mein allererster Einsatz. Das war richtig cool. Ich bin mal gespannt, was der nächste Einsatz wird. Hey Leute, ich wurde teleportiert und jetzt ist hier auf einmal ein Hacker. Hier ist ein Auto, seht ihr das? Alter, hier ist ein Medic Notfall nach dem anderen. Das hat jetzt hier irgendwie gerade gar nichts mehr mit RP zu tun. Warte, ich wurde schon wieder teleportiert. Hallo, Sophie ist gestorben. Ich bin Sanität. Ich wurde schon wieder teleportiert. Und ich fliege durch die Map. Und ich wurde schon wieder teleportiert. Das passiert, wenn man kleinen Kindern andere Rechte gibt. Und wenn dann da noch ein Hacker dabei ist. Okay. Das ist aber nicht RP-mäßig. Das hat nichts mit RP zu tun, was hier gerade passiert. Wo sind wir? Sophie, ich werde dich jetzt erstmal wiederbeleben. Ich bin Sanitäter. Alles klar, Sophie? Sophie, wie geht's dir? Hallo, Fabius. Moin. Hallo, hallo, hallo. So, ich heile erstmal Sophie. Sophie, wie geht's dir? Das bringt doch hier aus. Hey. Und sie ist weg. Nee, jetzt ist sie wieder da. Ey, Hacker. Und sie ist weg. Hey! Also Leute, ich glaube, auf diesem Server kann ich das Video nicht weiter aufnehmen. Mal schauen, was auf den anderen Servern so passiert. Leute, ich habe soeben einen Notarzt-Einsatz reinbekommen von Enes. Und Enes befindet sich bei der Bank. Da müssen wir jetzt mit Vollspeed hinfahren. Und ich habe hier sogar einen Sanitätskollegen gerade im Auto. Bist du noch da? Na klar. Ja, hallo.
Mal schauen, ob wir was wir da vorfinden. Was glaubst du, was ist da bei der Bank passiert? Vielleicht wurde er abgeschossen oder so. Oder ja, vielleicht war das ein Bankräuber oder ein Polizist. Also ich glaube nicht, dass das ein normales ziviles Opfer ist. Oh, hier rennt schon ein Polizist mit Waffe rum. Egal, wir müssen rein, wir müssen sofort rein, wir müssen uns um den Patienten kümmern. Komm. Oh, nein, Enes, alles gut bei dir? Nee, ne? Okay, Black, du heilst ihn und ich sichere den Tatort ab, okay? Oh mein Gott, okay. Ich sperre das hier alles erstmal ab. Enes, das machst du, Black, das machst du richtig gut, Black Biscuit. Ich helfe nochmal eben. Ich habe hier noch eine Bluttransfusion dabei für Enes. Enes, kannst du sprechen? Oder geht's dir so schlecht? So, Enes, sind Sie ein Krimineller? Wurden Sie von der Polizei angeschossen? Ja. Ja, okay, Enes. Ich würde sagen, solange die Polizei nicht da ist, bringe ich Sie erstmal ins Krankenhaus für weitere Untersuchungen, okay? Ja. Okay, dann steigen Sie mal bitte in dieses Fahrzeug hier ein, Enes. So, bitte einmal steigen, das funktioniert ja soweit. Also schlecht geht's Ihnen dann ja nicht. Okay, Enes, Sie machen gleich keine Faxen, ne? Ja. Okay, gut. Dann kommen Sie mal mit in den ersten Raum auf der linken Seite, okay? Laufen Sie mal vor. Super, und dann werde ich Sie untersuchen, okay? Sie wurden ja immerhin gerade angeschossen. Erklären Sie mal, was überhaupt gerade passiert ist. Mit dem Banküberfall. Okay, und dann, was ist dann da passiert beim Banküberfall? Da kam die Polizei und hat mich dann erschossen. Die Polizei kam und hat sie erschossen. Oh Mann, gut, dass wir sie wieder zurück ins Leben geholt haben. Also ich würde sagen, die Untersuchung ist abgeschlossen. Stehen Sie mal bitte wieder auf. Sie sind natürlich jetzt kriminell und wir müssen sie jetzt natürlich zu den Kollegen bringen, damit sie dann leider ihre Haftstrafe im Gefängnis absitzen. Ne? Aber das haben sie sich ja selber zuzuschreiben. Akzeptieren Sie das? Ja. Ja, das akzeptieren Sie. Okay, das ist ja schon mal gut. Ich kann dich vermuten. Nee, das glaube ich dir, okay. Ich bringe sie jetzt zum Gefängnis, aber ich kann sie ja nicht verhaften. Das müssen dann die Kollegen vor Ort übernehmen. Okay. Mich geht's ja eigentlich nichts an, aber werden sie in Zukunft weiter kriminell sein? Ja, eigentlich schon. Okay. Mich geht's ja wirklich nichts an, aber was haben sie denn für Pläne in der Zukunft? Was wollen sie denn als nächstes ausrauben, wenn sie aus dem Knast raus sind? Container. Container? Okay, Enes. Ich kann ja eigentlich nichts mehr machen. Ich habe viel getan, um der Polizei zu helfen. Dann können Sie jetzt mal aussteigen. Und dann tun Sie mir mal den Gefallen. Warten Sie hier einfach mal. Aber ich kann das ja nicht kontrollieren. Ich bin ja letztendlich nur ein Sanitäter. Na, wenn die Polizei Sie nicht verhaften möchte, dann ist ja alles gut für Sie. Und Sie wollen den Container ausrauben? Ja. Und was möchten Sie da für Beute bekommen? Was ist da so Ihre Lieblingsbeute? Weiß nicht. Wissen Sie nicht, was Ihre Lieblingsbeute ist? Nee. Oh, da kommt ein Polizist. Hallo, Herr Polizeibeamte. Bitte nehmen Sie Enes fest, der hat Sterne. Ich habe mich um ihn gekümmert. Er wurde erschossen, aber ich habe ihn wiederbelebt. Mit meinen Kollegen. So, Enes, Sie landen jetzt im Gefängnis, ne? Und ich hoffe, dass Sie sich bessern werden. Ja, bye. Black, das lief gut, oder? Ja. Ja, Black. Ein weiterer Einsatz ist reingekommen. Oh nein, mein Kollege weist mich gerade darauf hin, dass ein weiterer Einsatz reingekommen ist. Wieder in der Nähe des Hafens. Oh, das könnte sich hier wieder um einen Arbeitsunfall handeln. Ich bin gestürzt vom Schiff. Am Schiff. Da müssen wir sofort hin. Hier ist das. Oh. So, Black Biscuit, wir müssen jetzt sofort hier zu dem Patienten. Hast du eine Ahnung, wo er sein könnte? Vielleicht ist er oben oder vielleicht doch unten. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht, aber er ist gestürzt. Wir haben zumindest... Oh, nein, ich sehe ihn hier oben. Nein. Oh nein. Linus, Alter. Wie geht es Ihnen? Sind Sie ansprechbar? Ja, aber... Mir ist ganz schwindelig. Ihnen ist ganz schwindelig. Oh nein. Was ist passiert? Warum liegen Sie hier? Ich wurde beauftragt. Oben war ein Schraubenlocker. Oh. Am Geländer. Ja, und dann? Sind Sie runtergefallen? Ich kann mich nicht mehr ganz dran erinnern, aber ich denke schon. Oh weia. Das hört sich auf jeden Fall nach einer Gehirnerschütterung an, lieber Linus. Das ist gar nicht in Ordnung. Das ist gar nicht gut. Wissen Sie das? Ja, ich weiß nicht. Ich kann gerade nicht mehr ganz klar denken. Ja. Können Sie dann laufen? Können Sie mal versuchen, einen Schritt nach vorne zu gehen? Ja, das klappt. Ja, das tut sehr weh. Das tut sehr weh. Oh, Mist. Okay. Wir haben jetzt hier oben leider keine Liege, weil das natürlich eher sperrig hier ist. Denken Sie, Sie schaffen das, bei uns unten in das Fahrzeug einzusteigen? Weil dann können wir den Rest erledigen. Ja? Ich
Wenn ich langsam laufe, dann geht das sicher nicht. Oh, okay, ja, dann gehen Sie mal los. Ja, das sieht schon sehr schlimm aus. Aber ich habe mal eine persönliche Frage. Wo machen Sie denn Ihre Lashes? Also Ihre Wimpern, die sehen schon sehr crazy aus. Ja, das ist... Haben Sie das... Ich weiß es nicht. Die hat mir meine Frau damals geschenkt. Ah, okay. Ich dachte, Sie haben da so ein Kosmetikstudio, was Sie mir vielleicht empfehlen können. Na gut, aber zurück zum Thema. Sie haben sich sehr verletzt, oder? Ja, ich denke schon. Arbeiten Sie denn für... Sie sind hier, einmal links, vor. Ja. Einmal, arbeiten Sie denn für den Hamburger Hafen oder wie kam es dazu? Für wen arbeiten Sie denn? Ich arbeite für so ein kleines Handwerkerunternehmen, das es macht sehr oft Aufträge, so metallbaumäßig, weil also Geländer und alles. Ah, okay. Und Sie wurden dann vom Hamburger Hafen oder von der Reederei hier beauftragt. Ja, gut. So, sehen Sie da unten das Auto? Da müssen Sie einmal einsteigen. Und ist das hier unten Ihr Kollege? Ist das hier Ihr Kollege? Weil hier ist noch jemand, der ist gestürzt. Hallo? Das ist tatsächlich mein Dienstwagen gewesen. Ja. Ah, Ihr Dienstwagen. Und wer ist dieser Herr? Ist das Ihr Kollege? Der liegt da auch. Ja, das ist. Wir sind halt beide vom Geländer untergestürzt. Nein. Geht's Ihnen gut? Nee, ich bin irgendwie mein Kollege da gestolpert und bin hier komplett runtergefallen. Ja, dann müssen Sie auch einsteigen hier. Kommen Sie mal eben mit in das Fahrzeug. Sonst kann ich das Fahrzeug auch herbringen. Okay, gut. Das ist gar nicht gut. Wir haben volles Auto. Ach, Mann, ey. Mann. Also, ich kann Ihnen schon mal eins sagen. Ohne Operation wird das hier nichts. Also, Sie haben sich wahrscheinlich... Nee, in den zweiten Raum. Ich weiß, Sie sind auf den Kopf gefallen. Das ist nicht so schlimm. Bitte einmal hier hinlegen. Sie werden da nicht ohne Operation bei wegkommen, ne? Ja, das ist denn sehr teuer. Unser anderer Patient ist geflüchtet, oder? Nee, der befindet sich auch im OP. Alles gut. Hier bitte einmal hinsetzen. Hinding. Ich muss Ihnen jetzt eins sagen, Sie werden operiert. Ja. Ist das okay für Sie? Dann würde ich Sie einmal bitte. Ja, das ist okay. Wird es denn sehr wehtun? Das wird sehr wehtun. Das wird sehr wehtun und da werden Sie die nächsten mindestens 30 Tage auch starke Schmerzen haben nach der Operation. Weil die Knochen sind ja gebrochen. Nee, das ist nicht gut. Und ich glaube, jetzt haben Sie gelernt, dass es nicht in Ordnung ist, ohne Sicherung zu arbeiten. Ja, Pflicht ist Geld doch nicht alles im Leben. Eben, genau. Geld ist nicht alles im Leben. So, Leute. Ich würde sagen, ich beende jetzt hier meine Medizinschicht. Danke an Black Biscuit, danke an Deadpool und danke an Linus. Er ist übrigens... Ich heiße, by the way, Stanley. Danke an Stanley. Er ist schon ein richtig langer Abonnent von mir. Grüße gehen auch raus an seine Schwester. Sie haben mir hier beim Roleplay geholfen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Schaut euch das Video auf der rechten Seite an. Bis dann und ciao.